Ja, servus Leute, willkommen zum Dienstagsvlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jo, bei mir ist Samstagabend. Gestern am Freitag ist nicht viel passiert bei mir. Da waren wir ja in Lichtenfels drunten, da haben wir was geholt. Jo, und heute am Samstag, ich bin um, wie spät war denn das? Ich habe mein Futter geholt nach der Arbeit gleich. Und dann war ich auf 2:45 daheim. Und dann habe ich erst einmal meine Viecher gemacht, dann habe ich mein Futter aussortiert und war anschließend in der Maschinenhalle. Ich war ein bisschen tätig und ich habe heute ein bisschen MacGyvert. Ja, außerdem ist heute ein bisschen Post gekommen. Wieder ein paar wichtige Trümmer und die zeige ich euch mal hier. Wir haben nochmal bestellt gehabt. Ein paar Teile, die halt am Kramer noch nötig waren. Ein paar Schrauben noch für die Kotflügel und den Überrollbügel, wenn sie unten auf der Achse drauf sitzen. Da kommen neue Schrauben rein. Dann ein paar Edelstahlschlauchschellen. Und was hätten wir denn da noch? Was habe ich denn alles bestellt? Ach, das sind die Schrauben. M12er Schrauben. Eine ganze Packung. Und da habe ich bestellt zwei M16, noch mehr Edelstahlschlauchschellen, noch ein paar andere Schrauben für die Achse. Und das war es dann in dem Karton. Unter anderem haben wir bestellt einen 1 Meter langen Kühlerschlauch, der liegt hier unten. Der reicht dann fürs ganze Kühlsystem vom Kramer normalerweise aus. Und das hat mein Vater mich drauf gebracht. Ja, beim Karl 300 habe ich ja hinten einen Scheinwerfer drauf. Der ist ja immer ganz hilfreich, wenn man in die Scheune reinfährt oder an Wagen hinten anhängt, dass man ein wenig Licht hat. Die IHC hat ja auch einen Scheinwerfer hinten dran. Gut, da reden wir nicht davon, da kommen wir noch welche hin. Quasi eine hinten und zwei vorne, aber am Kramer sind ja welche dran. Oder ist einer dran. Das ist ein reiner Arbeitsscheinwerfer zum Anhängen. Und da haben wir auch einen bestellt. Und das ist dieses gute Stückchen hier. Ja, das ist natürlich ein matzmäßig Trümmerteil. Und nicht ganz so edel gemacht wie der von meinem KL300. Der von KL300 hat ein Blechgehäuse. Und ist ein bisschen, ja, ich sag mal, dezenter gebaut. Aber der hier tut seinen Zweck. Der ist jetzt quasi unten her schwenkbar im Winkel. Und drehbar zusätzlich. Hinten habe ich einen Schalter dran zum Ein- und Ausschalten. Und der ist wie gesagt nur dafür da, wenn ich einmal den Ladewagen anhänge oder hinten in die Scheune reinfahre, dass ich einfach ein Licht habe. Oder auch bei Nacht, wenn ich einmal dann fahre zum Auskippen von der Lore oder was. Ich meine, im Winter kann das ja mal sein, spät abends, dass du noch was wegfährst. Und da muss es ja nicht einmal spät sein, weil im Winter ist es ja schnell dunkel. Und da ist so ein Ding noch ganz praktisch. Ja. Ist ja natürlich ein bisschen dreckig, aber das macht nichts, das spielt keine Rolle. Ja, so sieht das Ding auf alle Fälle aus, mit H3-Birnen drin. Oder einer H3-Birne. Da müssten gleich noch ein paar Ersatzbirnen mit sein. Die habe ich auch gleich bestellt hier. Und ja, dann war es das in dem Karton. Und ganz wichtig, was ich noch brauche, ist eine Batterie. Da habe ich mal eine 74 Ampere Batterie besorgt und die passt von der Größe wunderbar rein. Habe ich gerade probiert, geht wunderbar, überhaupt kein Thema. Ja, und wenn wir jetzt hier unten schon sind, dann kann ich euch zeigen, was heute noch ein bisschen passiert ist. Und das seht ihr hier. Ich war nicht ganz untätig heute. Mein Vater hat den Motor schon angebaut und hat quasi mit Helicoil neue Gewinde reingemacht. Hat er mitgebracht für die Kupplungsglocke. Da hat er bloß das große Werkzeug nicht dabei gehabt, sonst hätte er die Achse auch gleich gemacht, die kommt noch. Der Motor ist auf alle Fälle wieder angebaut und mein Vater hat die Lenkung ausgebaut, diese Zahnsegmente. Und so sieht es jetzt aus. Hier, wie gesagt, sind jetzt diese Zahnsegmente ausgebaut. Sieht man da, die liegen jetzt hier unten. Und der Motor hängt wieder dran und ich habe vorhin noch, wie man unschwer sieht, vorne eine Vorderachse verbaut. Ja,
ich wollte den Bulldog einfach mal wieder in voller Länge haben. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist die Vorderachse vom KA15, nicht die vom K15. Ja, und so schaut es auf alle Fälle jetzt dann wieder aus im Stück. Ist doch nicht schlecht. Und weil ich gesagt habe, ich habe MacGyvert. Ja, ich habe vorher nochmal den Akkuschrauber hier von mir. Den da. Mit einem eigens konstruierten Adapter auf eine 17er Nuss angesteckt vorne auf die Hydraulikpumpe und habe die mal drehen lassen, um zu sehen, ob alles dicht ist, ob die Hydraulik hebt und senkt. Ja, ich habe den angesteckt und habe mal spaßeshalber hinten den Hubwagen als Gewicht eingehängt, unten mit einem Drähtle. Habe mit dem Hammerstiel dann den Hebel da von der Hydraulik nach vorne blockiert und habe dann vorne mal das Drehen angefangen. Ja, und was soll ich sagen, der hat natürlich den Hubwagen angehoben und ja, unten die Palette hat dann das Knarzen angefangen, das ist ganz klar, weil der steht ja auf sich selber drauf dann. Aber das hat funktioniert, die hebt und senkt und Schwimmstellung funktioniert auch, allerdings hat die keine Raststellung mehr, die Schwimmstellung. Das ist halt so. Weiß ich nicht, ob mein Vater da nochmal was machen kann, muss ich nicht fragen. Öltechnisch habe ich jetzt erst einmal 2 Liter drin, ich weiß nicht genau, wie viel Öl bei dem reingehört und dummerweise ist der Ölpeilstab, der da original drauf war, verschollen. Da hat irgendwann einmal jemand einen Kunststoffstopfen hinten reingemacht, siehe hier. Ja, und der Kunststoffstopfen ist natürlich nicht gerade praktisch, weil wenn man dann auffüllen möchte, dann sieht man nicht, wie viel man jetzt dann eigentlich hat. Jetzt habe ich einmal in der WhatsApp-Gruppe für die Krameschlepper angefragt, ob jemand zufällig die Füllmenge fürs Baugruppe 1 Getriebe weiß. Schauen wir mal, kriegen wir schon hin. Wenn ich jetzt von da keine Rückmeldung kriege, ist es aber auch nicht schlimm. Ich habe mit dem Herrn Egler telefoniert. Der hat einmal bei Krame gearbeitet. Und ja, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und der schickt mir jetzt die originale Bedienungsanleitung, die originale Ersatzteilliste, das Bedienungshandbuch für die Hydraulik, die Ersatzteilliste für die Hydraulik und den Auslieferungsbescheid von dem Schlepper, also genau von dieser Fahrgestellnummer von dem Schlepper hier zu mir her. Das Ganze kostet mich 40 Euro. Da sind aber alle Papiere beieinander und was will ich mehr, da freue ich mich richtig drüber. Ja, Auslieferungsbescheinigung, die kriege ich so oben drauf. Das freut mich natürlich auch, da sehe ich gleich, an wen er geliefert worden ist. Also das ist richtig schön. Das gibt es alles noch über den Herrn Egle, der kommt da an alles noch ran. Wunderbar, da freue ich mich richtig, also das nenne ich Service. Und der hat, wie gesagt, lange Jahre für Krame gearbeitet und der ist für solche Sachen zuständig. Und dann habe ich hier auch alles beieinander und spätestens, wenn die Teile, also wenn die Listen ankommen, dann weiß ich, was an Öl reingehört. Und dann muss ich auch mal gucken, entweder ich baue mir dann nochmal einen Peilstab selber oder die Alternative wäre, wenn ich jetzt keinen baue, ich gucke mal, ob ich irgendwo einen gekauft kriege. Vielleicht gibt es ja Universalteile, das muss ich dann selber ein wenig abschneidet oder was und auf die richtige Länge kürzt, aber das sehe ich. Wenn ich die richtige Ölmenge drin habe, dann kann ich es ja so einstellen, wie ich es brauche. Das wäre ja kein Problem und dann passt es auch wieder. Jo, so viel auf alle Fälle dazu, das ist jetzt passiert. Vorderachse hängt dran und Hydraulik funktioniert und so schaut es doch schon ein bisschen mehr wie ein Schlepper aus und nicht mehr so zerpflückt, so es ist zumindest einmal wieder ein Drum, also das Grundgerüst steht größtenteils wieder, Lenkung muss gemacht werden und dann doch, Schalthebel sitzt auch wieder drauf, den hat der Vater auch repariert. Den hat er gleich wieder verbaut. Also jetzt legt man keine 5 Gänge auf einmal mehr ein. Ja, 2 Gänge waren es immer. Und ja, hier drüben ist eine Feder ergänzt am Kupplungspedal. Die haben wir auch mitbestellt, weil das Kupplungspedal, das hing vorher ohne Feder durch. Da liegt es halt dann genauer an der Kupplung an. Und die Feder, die hält es jetzt ein bisschen oben. Klar, man könnte es jetzt noch weiter oben halten, aber das ist Schmarrn. Wichtig ist, dass das Kupplungspedal nicht aufliegt und die Kupplung quasi immer so leicht auf den Schleifpunkt hält, weil dann macht man sich die Kupplung kaputt. Und die alte Kupplung, die war genau aus diesem Grund kaputt und ja, das will man natürlich nicht. Und darum
kam das gleich neu. Jo, so viel zu dem Projekt jetzt hier unten. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt dann für den Samstag erstmal. Und morgen am Sonntag, da wird auch nicht viel passieren. Da holen wir ja das Mähwerk dann ab in Döbeln. Und dann melde ich mich erst abends, wenn ich es daheim habe. Dann kann ich euch immer meinen Teilehaufen da zeigen. Da bin ich eh schon gespannt. Jo, also, man sieht sich wieder. So, jetzt ist Montag. Gestern bin ich leider nicht mehr zum Filmen gekommen. War dann doch schon ein bisschen zu spät. Die Teile für den Schlepper, oder besser gesagt das Mähwerk, heute haben wir vorher mitgebracht. Und ja, das ganze Drum liegt hier. Ich habe es in die alte Bulldog-Garage, die dann nochmal weggerissen wird. Und ja, habe gestern nicht groß geguckt, ob alles dabei ist. Ich gehe aber davon aus. Ja, 70 Euro habe ich dafür ausgegeben, habe ich gezahlt. Und so sieht das Ganze aus. Einmal der Messerbalken selber und der Schutz zum Messerbalken. Allerdings sind da die Federn kaputt. Das ist aber nicht schlimm, da kann ich den vom K15 nehmen, den Schutz. Ja, hier drüben liegt dann das Balkenholz unten. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Fragt mich mal was Leichteres. Ja, das ist da mit drinnen. Und sehe ich jetzt gerade, da fehlt eine Schraube. Ja, die muss dann wahrscheinlich in der Kiste mitliegen. Das ist der Hebel zum Ausheben vom Mähwerk. Der Spanngurt da gehört nicht dazu. Das ist noch ein Hebel, das ist zum Verstellen vom Winkel vom Mähwerk. Das ist die Feder, die das Ganze dann mit aushebt. Das ist mir das wichtigste Teil, was mir fehlt. Da haben wir auch die Schraube dazu, da steckt sie nämlich. Das ist diese Riemenscheibe. Ich habe ja am KA15 oben her den Riemen sitzen. Und hier gehen dann Riemen runter, die liegen sogar bei. Das wären die. Die gehen dann runter auf diese Riemenscheibe drauf und das betreibt mir dann unten mein Mähwerk. Das Ding war eigentlich das, was mir gefehlt hat, das Wichtigste mit. Das ist hier dabei. Ja, dann haben wir da natürlich noch einiges an Schrauben und Halteblechen und. Das ist alles dreckert. Das gebe ich ja mal meinem Vater dann mit in die Arbeit rein. Das soll er mal im Waschautomat mit reinigen. Dann wird es auch wieder sauber. Ja, haben wir denn da noch ein wenig drin? Ja, alle möglichen Mähwerksteile, was man halt so braucht. Ich habe ja noch ein paar von Karl 300 da liegen, die ich jetzt aktuell nicht verbaut habe, weil ja der Balken nicht dran ist. Das ist der Balken vom KL 300. Ja, der kommt ja auch nicht ran, so schnell. Zumindest habe ich das nicht geplant. Aber der hier, der soll auf alle Fälle, dieser an der KA15, der Schlepper hat kein Verdeck, das ich mir kaputt mache. Und da stört er mich nicht, wenn er dran ist. Am KL 300 stört er einfach für die ganzen Arbeiten, weil das Ding natürlich schwer ist auf der einen Seite. Darum kommt er da nicht hin. Ja, der Anbaubock unten ist natürlich dabei hier. Und das war alles am Original an einem KA15 verbaut. Ja, und das ist der Schutz dann für die Riemen. Das ist das Blech, da sitzt dann normalerweise der Hebel da drauf. Da ist er verspannt, da kann man dann den Winkel einstellen. Muss ich selber erst mal gucken, wie das Ganze dann gehört. Ich habe das als Bastelbausatz jetzt quasi. Ja, hier ist dann ein wenig was dran zu machen. Man sieht schon, da ist er mal weggerissen gewesen. Nachgeschweißt. Da haben sie wahrscheinlich dann Beilegscheiben oder was drauf geschweißt. Ja, bedarf noch ein bisschen Arbeit. Weil so wie es jetzt ist, baue ich es natürlich nicht an eine K15 an. Das wäre ja Schmarrn. Den Bulldog richtet man sich zusammen und den Balken baut man dann so alt und gammelig hin. Das mache ich natürlich nicht. Das wäre ja der absolute Quatsch. Ja, aber das ist was, das pressiert mir jetzt nicht. Dieses Jahr gibt es eh nichts mehr zu mähen. Und ich habe den ganzen Winter dann Zeit, da kann ich mir Zeit lassen, kann das Ding zusammenrichten, stückchenweise. Alles entrosten, gescheit reinigen und frisch lackieren. Und ja, da kann ich stücklesweise anbauen. Da werde ich dann schon sehen, wo was hingehört. Die Teile finden schon ihren Platz. Was dann noch dabei war, das Blech, was man da sieht. Das ist ein Blech auf die Aggerschiene gewesen. Der hatte eine starre Aggerschiene an seinem. Und der Schlepper ist geschlachtet worden und das waren die Restteile davon. Ja, und das hat er dann auch noch mitgegeben. Also ich sage ja, für 70 Euro,
denke ich, war das Ganze in Ordnung, kann man nichts verkehrt machen. Klar, der ein oder andere sagt jetzt dann Schrott. Im Moment sieht es wie Schrott aus, ist es auch nicht viel mehr. Das sind alles Einzelteile, aber wenn es dann nochmal gemacht ist, das Mähwerk, Messer habe ich noch massenhaft liegen. Das sollte normalerweise kein Problem darstellen. Die kann ich dann bei Gelegenheit einmal einbauen, weil die sind alle recht angegriffen, gammelig. Kann man eventuell nochmal schärfen, aber ich habe wie gesagt noch nagelneue Messer liegen. Wir haben da das Hufelersatz, wir haben die Messer vom Mähdrescher, wir haben die Messer vom KL300 und vom Allgäuer. Im Endeffekt, die Balken, die sind ja alle mehr oder minder gleich. Und da stellt es dann kein großes Problem dar. Jo, so viel jedenfalls zum Mähwerk, das ist jetzt da. Freue ich mich richtig, dass ich es habe. Und wie gesagt, mit dem Preis absolut tipptopp. Da kann man nichts sagen. Passt doch ganz prima. Jo, und dann habe ich wieder einen Schlepper mit Balkenmähwerk. Zwar mit Handaushebung, ich weiß, da werden jetzt viele Leute sagen, da baust du doch an der KL300 ran, du hast da Hydraulik zum Ausheben. Das stimmt schon, aber wie gesagt, das ist mir einfach da im Weg. Und am KA15, da passt es doch ganz gut. Und wenn ich den manuell ausheben muss, ja, für mich ist das kein Problem. Dann muss man halt ein wenig die Muskeln anstrengen, das geht schon. Hat bislang immer funktioniert und ich habe mit dem eigentlich am liebsten gemäht, weil man die beste Übersicht hat. Weil man halt den freien Blick auf den Balken hat. Beim KL300 hast du doch da noch die Planen seitlich, wo dann zu ist, dass der ja bloß die kleinen Fensterchen, da siehst du nicht so viel. Und beim K15 bzw. dann beim KA15 hast du den vollen Überblick und was will man mehr. Ja, was hier natürlich jetzt noch fehlt, das ist das Schwartbrett. Da ist keines mehr dran. Ist aber auch kein großes Problem. Ein Schwartbrett habe ich auf jeden Fall noch. Natürlich nicht das vom KL300, sondern nämlich das vom K15 in. An dem Balken ist ja oben eins dran, beziehungsweise ich hätte sogar hier oben noch eines liegen. Schauen wir mal da. Da wäre auch noch eins, das ist aus Blech. Ja, also da brauche ich mir wirklich keine Gedanken machen, dass ich da keine passenden Teile habe. Ist alles da. Und ich habe ja gesagt, also das Mähwerk da, das wird funktionieren und wenn das nicht funktioniert, der Balken ist im Endeffekt der gleiche wie am K15, kann ich auch den dann verbauen. Und dann nehme ich das zum Ausschlachten, selbst das wäre kein Problem. Der Balken hat dann nämlich einen Vorteil, ich habe da dann noch lauter Mähfinger als Ersatzteil. Und die Dinger, die sind mittlerweile sackgesteuert geworden. So ein Mähfinger, der kostet ja jetzt richtig Geld, wenn du den brauchst. Und ich meine, du brauchst bloß einmal durch die Wiese mähen und übersiehst einen Baumstumpf oder was. Und ja, triffst den blöd und dir bricht so ein Mähfinger ab. Dann wird es richtig kostspielig, die Dinger wieder zu kaufen. Die kriegst du nach. Ich bilde mal ein, wir haben mal einen gebraucht, um die 25 Euro das Stück. Das ist ja immer so ein Doppelter. So schauen die Dinger aus. Das sind die. Da habe ich auch noch ein paar Ersatzteile liegen. Das sind alte. Ja, und einen haben wir mal neu gekauft gehabt. Und die gehen, wie gesagt, richtig ins Geld. Das kostet richtig Asche. Und da habe ich dann auf jeden Fall auch noch eine Reserve. Also selbst wenn ich jetzt diesen Messerbalken nicht verbaue, als Ersatzteilträger hebe ich den auf alle Fälle auf. Wie man sieht, hier innen stehen ja noch mehr Mähwerke. Also da zum Beispiel noch eins, das hat auch mal zum Kramen dazu gehört. Das ist auch noch als Ersatzteilträger da. Da ist auch schon mal ein Mähfinger ausgebaut worden. Ja, da hinten ein zerlegter Balken quasi, bloß das Eisen dazu. Also das ist alles Ersatzteile und was man vielleicht einmal noch braucht. Da unten, das ist glaube ich noch ein Balkenschuh. Ja, da liegt noch ein Balkenschuh drin. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was da. Und da tue ich mich nicht ab. Da habe ich Reserven auf jeden Fall. Und dann kann das über den Winter wieder werden. Und dann schauen wir mal nächstes Jahr, ob das Ding auch läuft. Ob ich es bis nächstes Jahr fertig kriege. Ob ich die Zeit finde. Ich sage ja, man hat immer genug Projekte, aber das pressiert jetzt nicht. Also ich denke mal, vor Ende April werde ich das auf keinen Fall brauchen. Weil selbst wenn ich sage, ich mähe dann im Frühjahr mal ein Grünfutter oder was, vor Ende April passiert da garantiert nichts. Also habe ich jetzt gute 6 Monate Zeit und das sollte locker reichen, um das Ding einmal wieder zu machen. Wie gesagt, mir pressiert es jetzt nicht. Es ist alles dabei, denke ich einmal, und dann einfach mal bei Gelegenheit. Gut, so viel hierzu.
Und dann gibt es noch was zu der Hydraulik zu sagen, weil da war ich gestern ein bisschen voreilig. Ich habe gedacht, die funktioniert. Wir haben sie dann aber abends noch einmal zu zweit getestet. Da geht es doch ein wenig besser, wenn dann einer vorne den Akkuschrauber hält und dreht und hinten einer den Hebel betätigen kann. Und ja, ich zeige euch gleich, um was es geht. Ja, ich war gestern ein wenig voreilig, wie gesagt. Ich habe gesagt, die Hydraulik, die müsste funktionieren. Ja, gehoben und gesenkt hat sie ja und geknarzt hat die Palette auch. Aber der Vater war dann abends daheim, dann haben wir es nochmal probiert. Und dann haben wir festgestellt, die wenn's dir hochtust und dann quasi Gewicht richtig drauf bringst, dann senkt sie einfach wieder ab. Wir haben es dann so gemacht, weil das hat dann nicht funktioniert, die Pumpe einfach laufen lassen. Beziehungsweise die Pumpe auch ausgeschaltet und dann haben wir uns zu zweit hinten drauf gestellt. Also ich alleine habe vom Gewicht nicht gereicht, aber zu zweit hat es dann gereicht auf die Arme vor die Unterlenker quasi, auf die Hubarme. Ja. Und dann hat man schon gemerkt, blöd gelaufen. Die senkt wieder ab. Ja, die ist undicht. Das sind quasi die Manschetten, die innen her sind. Die sind kaputt von diesem Zylinder, der da innen läuft. Die lassen das Öl durch. Und wenn die undicht sind, dann senkt die Hydraulik ab. Sprich, wenn ich jetzt dann Heuwände ranhänge und fahre längere Strecke, dann darf ich vorne nachregulieren. Der bleibt nicht auf einer Höhe, sondern senkt immer wieder ab. Das will man natürlich nicht, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ja, und darum habe ich gestern hier den Deckel schon aufgemacht. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das ist quasi diese Anlenkung innen auf diesen Hubarm hier oben, auf diese Hubwelle. Da sitzen diese Arme dann drauf. Und da innen her, da sitzt ein Hubzylinder oder ein Druckzylinder. Da kann man so ein wenig reingucken. Ja, und da muss ich jetzt dran. Den muss ich jetzt quasi ausbauen und da können dann neue Dichtmanschetten drauf, auf dass das Ding dann wieder dicht ist und wieder richtig hebt. Jetzt schaue ich mal, ob ich es auseinander kriege. Das wird jetzt eine lustige Arbeit. Ja, bin ich natürlich jetzt nicht begeistert davon, aber gut. Ich gucke mal, vielleicht schaffe ich es. Ansonsten muss ich es dem Vater überlassen. Das Öl, was ich rein habe, habe ich gestern dann wieder raus. Waren ja erst einmal nur 2 Liter drin. Habe ich aber wieder raus und das werde ich wahrscheinlich auch wegtun, weil wenn man hier mal reinguckt, also das ist eine schöne Brühe da drin, das sind sämtliche Ablagerungen und alles, das ist richtig vermatscht. Da gehört das erst einmal gescheit gereinigt und dann komplett frisches Öl rein, dass die Hydraulikpumpe dann schön frisches Öl durchpumpt und dann funktioniert das auch. So. Ich habe jetzt hier ein wenig was probiert, ich komme aber ehrlich gesagt nicht weiter, also das muss ich mein Vater machen lassen, da weiß ich selber nicht, wie das funktioniert. Ich habe jetzt bloß die 2 Hubarme hier runter gemacht, einmal den und einmal den. Die liegen jetzt da, die wurden bloß mit Sicherung gesichert. Ja, innen den Sicherung habe ich aufgemacht und die ersten 4 Schrauben hinten, die diesen Hubzylinder innen halten. Aber ich kriege den Bolzen nicht raus, da dazu müsste jetzt quasi dieser Halter da verschoben werden. Den kriegt man aber erst verschoben, wenn der unten ausgehängt ist. Da dazu muss aber die obere Welle raus und auf der oberen Welle, die ist gesichert mit 2 Sicherringen. Den einen habe ich gelöst hier drüben. Den habe ich weggekriegt, aber den da drüben kriege ich nicht auf. Beziehungsweise weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich die dann rauskriegen soll. So, jetzt haben wir Montagabend. Ich habe gerade meine Viecher noch eingesperrt, fertig gemacht. Ja, Schweinchen ins Bett gebracht. Die fressen noch hier Abendsration. Die Hühner habe ich in den Stall gebracht. So. Und dann bin ich soweit durch. Tja, und vorhin bin ich unterbrochen worden. Da hat mich schon wieder der Akku hier im Stich gelassen. Ich glaube, dem ist langsam aber sicher mal die Puste ausgegangen. Ich zeige euch noch, was ich jetzt noch gemacht habe. Tja, mein Vater ist zwar daheim. Aber wie man im Hintergrund hört, der ist mit Sägen beschäftigt. Der hat gesagt, musst du ausbauen. Die geht schon irgendwie raus. Ja, da war ich halt da gestanden. Was machst du? Jetzt habe ich es halt dann nochmal einfach probiert. Den Sägering quasi mit rausgeklopft und ja. Da haben wir das Resultat. Die Welle ist raus. Das ist der Kolben. Der Hydraulikkolben innen her, der ist rausgebaut. Der läuft ja normalerweise dann in dem Hydraulikblock drin. Das kann ich jetzt auch mal zeigen. Jetzt sieht man es schön. Also so sieht es normalerweise aus hier drin. Also der Kolben hier,
Der lässt sich in diesem, ja, ich sag einmal in diesem Ring, der da verschraubt ist, der ist ja hier innen normalerweise verschraubt, dass der Kolben nicht rauskommt. Der wird da innen durchs Öl hin und her gedrückt. Man sieht da nicht zum Beispiel eine Bohrung und ich weiß nicht, ob man sie überhaupt auf der Kamera erkennt. Ganz hinten ist eine Bohrung, wo halt das Öl kommt. Zum Heben drückt es vorne, also ganz vorne drin, und zum Senken drückt es hinten. Das ist eine doppelwirkende Hydraulik von dem Schlepper. Quasi, ich kann heben und drücken. Und normalerweise, wie gesagt, hatte er noch eine Schwimmstellung drin, die aber aktuell wohl defekt ist. Die funktioniert leider nicht mehr. Auf alle Fälle, das Ding ist jetzt raus. Das muss noch gründlich gereinigt werden innen her. Weil da sind lauter Reste und Späne und weiß der Teufel was nicht alles drin. Ja, ich habe da die Ablassschraube schon offen gehabt. Und ja gut, da unten habe ich aufgefangen, was daneben ist. Da war der aufgeschnittene Kanister drunter gestanden, da habe ich den Großteil davon schon aufgefangen. Der Rest ist auf der Sägespäne, das kommt halt dann nochmal mit in den Ofen rein und dann ist das auch weg, oder in die Aschtonne. Normalerweise in der Ofen bei uns, weil das brennt auch. Jo, auf alle Fälle, dieser Kolben ist jetzt ausgebaut, wie man sieht, und ja, da war eigentlich mal noch ein Dichtring drauf in dieser Nut. Und dieser Dichtring liegt hier. Und da sieht man dann auch relativ schnell, warum die quasi abgelassen hat. Also wenn der kaputt ist, dann habe ich da einfach keine richtige Kraft mehr drauf. Das Öl kann eben durch und der Kolben senkt, also drückt es rein und die Hydraulik senkt es ab. Ist natürlich nicht Sinn und Zweck, da brauchen wir jetzt dann noch ein paar Teile. Das muss halt dann wieder angebaut werden. Alles wieder rein, alles gründlich zumachen, abdichten. Und anschließend, wenn das gemacht ist, dann muss ich den ganzen Schlepper noch einmal überwaschen. Weil jetzt sieht man schon, hier ist überall Öl noch gespritzt. Das war einfach durch diesen Kolben dann, weil man muss hier oben die Leitung aufmachen. Ja, und das soll jetzt natürlich dann raus, dass es nicht schöner geht. Schaut jetzt natürlich alles nicht so schön aus, aber naja, gut. Ich bin ja auch kein Profi. Beim anderen schaut es vielleicht anders aus, bei mir sieht es halt so aus. Draußen ist es, das ist einmal das Ziel gewesen. Und da an der Stelle überlasse ich den Rest definitiv meinem Vater, weil ja Dichtring, die da rein können, da muss er erst einmal gucken, ob er überhaupt was da hat. Weil ich glaube, das ist was, das muss er erst bestellen oder vielleicht über die Firma, dass er es kriegt. Und dann sehen wir da weiter. Bis da lang ich definitiv jetzt dann nicht mehr noch, weil da, wenn ich dann beim Einbau irgendeinen Fehler mache, dann mache ich den neuen Dichtring gleich kaputt. Und ja, dann war die ganze Arbeit, die ich hier gemacht habe, voll für die Katz. Das ist nicht Sinn und Zweck und nee, das muss nicht sein. Von daher, das überlasse ich ihm. Er weiß, was da zu machen ist. Dann soll er es machen. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle jetzt dann Schluss. Ja, ist dieses Mal mehr Gelaber geworden. Es ist am Drama wegen weitergegangen. Aktuell ist halt einfach nicht mehr so viel zu tun. Ich hoffe jetzt, dass der Bulldog langsam aber sicher mal fertig wird. Die Lenkung hatte die Teile heute mit reingenommen. Da kommen dann neue, also die müssen ausgebüxt werden. Die sind ausgeklappert, ausgeschlagen. Und die zwei Wellen müssen abgedreht werden, links und rechts. Das wird er dann noch drinnen machen. Das hat er heute aber erst mit reingenommen. Die Hydraulika abdichten und dann sollte eigentlich am Schlepper mal alles durchgemacht sein, alles durchexerziert, was zu machen ist. Ja, die Bremse funktioniert, das haben wir ausprobiert. Das haben wir ausprobiert, da war er noch zusammengebaut, bevor wir das große Zerlegen angefangen haben. Also machen wir die jetzt nicht auf und machen da neue Belege drauf. Sehr schmarrn, wieso soll ich jetzt die neu belegen, wenn ich eine funktionierende Bremse habe. Nachstellen könnte man sie auch noch, die ist noch nicht viel nachgestellt, es sind noch recht neue Belege drauf und dann passt es. Also von daher tue ich mich da nicht ab. Kupplung ist gemacht, ja, und im Getriebe drin, da dürfte eigentlich nichts sein. Hoffen wir es mal, das sehen wir dann, wenn er zusammengebaut ist und wenn er die erste Fahrt macht. Man müsste jetzt quasi die Hydraulik komplett runternehmen und ins Getriebe reingucken, da siehst du aber eigentlich auch nicht gleich, ob was ist. Vom Öl her hatten wir nichts gesehen, weil ich habe schon mal den ersten Teil abgelassen. Klar, das muss dann nach dem Lackieren der Schlepper auch nochmal warm gefahren werden, aber ich nehme ein wenig frisches Öl und spüle nicht mal durch.
und lasse dann alles samt ab. War eigentlich bloß ein wenig so, so schmierig, ein wenig so, ja, schleimig, aber Metallspäne oder Splitter habe ich jetzt gar nicht gefunden. Also denke ich einmal, oder hoffe mal, dass nichts Gravierendes kommen sollte. Wie gesagt, mir steckt immer nicht drin, wird man dann noch sehen. Aber so weit erst einmal, dann würde ich sagen, hier machen wir jetzt dann definitiv Schluss. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also, bis Freitag um 16 Uhr. Und halte die Ohren steif. Danke fürs Zuschauen. Und Servus.